Hallo Leute und willkommen zurück bei Might and Magic Heroes 6. Wir haben ja letztes Mal hier zum ersten Mal die Orks zurückgeschlagen. Und ich würde sagen, wir machen auch damit weiter, dass wir jetzt dahin gehen, wo sie zuletzt waren. Außerdem gehen wir mit unserer hübschen Dame hier nach hier unten. Denn wie mir scheint, haben wir hier eine Aussichtsplattform übersehen, die ich mir echt gerne mal angucken möchte. Ich weiß zwar nicht, ob sonst noch etwas Wichtiges kommt, aber auf jeden Fall die möchte ich schon gesehen haben. Weil, wenn man mehr von der Karte sehen kann, ist das immer ein Vorteil. Von daher lohnt sich das wohl. Sonst ist hier unten jetzt nicht mehr so viel Spannendes. Es sind noch ein bisschen Rohstoffe, aber ja. Die werden wir uns hier wohl nicht holen können. Dafür fehlt uns die Armee. So, gehen wir hier mal erstmal zu den Stallungen für die Pferde. Da ist ein Konflux. Was steht hier denn Interessantes? Beliebteste, aber bestbewertetste. Nierpolska Tschech 1 zu 1, das ist natürlich nicht für uns relevant. When you go underground to eliminate demons, follow quickly the road to the west to capture their town so you can banish them, avoiding constantly attacks of their heroes. Also wir sollen, wenn wir nach unten gehen, auf jeden Fall schnell nach links gehen, nach Westen, also links gehen, um deren Angriffe zu unterbinden, durch die Städte erobere. Keep the orcs alive to get the extra experience. Und unten alles konvertieren, damit wir Vampire bekommen können. Aber ich möchte noch gar nicht in den Untergrund. Da ist erstmal eine untote Sippschaft. Ja, ich weiß nicht, wie es gesagt hat. Da stand noch drin, dass wir unten alle Städte konvertieren sollen, weil eine von denen Vampire enthält. Was sich dann natürlich schon auf jeden Fall lohnt für uns. Ja, doch, das sollten wir eigentlich schaffen. Aufstellung ist soweit okay. Und ich implodiere hier gleich einfach mal wieder. Und dann wird gewartet. Und er scheint rauszukommen oder zuerst sich ein bisschen zu bewegen. Ja, doch nicht schade. Hält sich wieder. Ah, und da kommt netterweise jemand raus. Das heißt, wir können hier schön direkt eingreifen. Und da kommen wir noch hin. Sehr schön. Nächste Runde. Tiere kommen nicht durch das Tor, okay. Ja, vielleicht hier mal was drauf für den Zauber. So, das überrascht mich ja schon ein bisschen, dass sie da nicht durchkommen. Aber wir kommen mit den Geistern dort durch. Und das ist schon ziemlich effektiv. Ja, da werde ich jetzt wohl Geister verlieren, oder? Und was anderes, ich denke ja Geister. Jetzt war auch nicht so das Problem, denn wir können hier direkt wieder erwecken. Und so räumen wir sie dann auch endgültig ab. Sehr schön. Das war doch ein ganz lockerer Kampf. So, das hätten wir. Ich räume jetzt hier hinter mal auch ab. Allein schon wegen den Blutpunkten. Die sind das wert. Und jetzt haue ich hier für solche Gegner nicht extra eine Inklusion raus. So, kommt ihr mal ran. Ja, das ist
jetzt wenig spannend. Wir gehen einfach der Reihe nach die größten Einheiten durch und hauen die kaputt. Hier dürfte auch nochmal Spinnenweberin. Oder Schicksalsweberin. Ich glaube, das sind noch die Spinnenweberin. Krypta, ja, möchten wir auf jeden Fall haben. Bessere Liche, aha. Verfolgen wir trotzdem. Diese 8 Punkte müssen das wert sein, mich mit denen anzulegen. Ja, die Aufstellung kann ich leben. Da haben wir Implosion, damit nehmen wir hier die Erzliche schon mal eine Einheit kaputt. Und wir sind auch noch vor seinen Lichen dran, stelle ich gerade fest. Sehr schön. Steel kann da schon mal welche abräumen. Dann ist die Einwirkung eher irrelevant. Von ihm waren alle, ja. Seid kaputt. Ihr könnt diese Runde nicht mehr dahin kommen. Aber ihr seid wieder dran. Sehr schön. Es lebt sogar noch einer. Wow. Für einen Ghoul macht er hier noch so ein Hackmack. Klatsch. Sieht aber cool aus. Wisst ihr, dass die Animationen in dem Spiel sind richtig cool gemacht. Da haben sie sich von Spiel zu Spiel wirklich gut weiterentwickelt. Und machen immer coolere Animationen. Lärchen schlechter. Zweiter. Tötet insgesamt 2000 Ghoule und Slatter. Aha. Ja, nehmen wir an, auf jeden Fall. Gibt uns immerhin 2 Stück davon. Ring der Flinkheit. Ja, nehmen wir mal mit. Allein schon, weil da Edelsteine sind. Der Rest davon ist weniger spannend, aber die Edelsteine möchte ich doch eigentlich für unseren Bau haben. Ja, Magie. Da ist die Qual, sehr schön. Nein, wir warten hier noch, sonst kommt dann gleich nur darauf jemand auf die Idee, uns anzugreifen. Das muss nicht sein. Und so kann auch vorher erstmal unser Beschuss daran arbeiten. Sehr schön, nochmal Glück. Klatsch. Ah, das haben sie sogar erwischt damit. Und wir sind nochmal dran gegen die. Das ist das Schöne, in verwandelter Form sind die hier nochmal ein Stückchen schneller. Dann sind wir die ersten in der Runde. So. Nicht genug Bewegungspunkte, ist natürlich schade. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Zum Bauen brauchen wir hier leider noch Mist. Dann machen wir fast mal weiter. Noch sind keine neuen Euro rübergekommen. Und wenn doch, werden wir ihn auch wieder auf die Nase hauen. Wir nehmen durch das Gold. Sind die verbündete Kreaturen? Das klingt ziemlich cool. Ist sogar direkt angelegt. Sehr schön. Das macht uns nochmal ein Stück schneller. So. Boni in der nächsten Schlacht. Und dann gehen wir mal dorthin. Das ist eine Armee, ein Schütz heiligen Städten. Finden sich normalerweise auch kostbare Reliquien. Genau das war der Plan. Ja, da kann ich aber nicht reingehen, okay. Das ist nicht genug Bewegungspunkte. Oh. Nein, du guckst in die falsche Richtung. Du sollst dahin. Dann sehen wir dadurch eine Goldmine, die ich auf jeden Fall haben möchte. Und hier unten geht es dann weiter zu den Orks, um die wir uns kümmern müssen, ja. Das heißt, egal ob wir hier oder da lang gegangen wären, wir wären da so oder so ausgekommen. Ja, ihr seid tödlich, das ist mir klar.
Dann werden wir hier oben mal noch ein bisschen was wegräumen. Wobei, wir können erstmal das wegräumen. Und können bauen. Dafür fehlen uns leider noch Kristalle. Dann bauen wir erstmal hier dran. Das gibt uns zumindest schon mal das, was wir für Truppenproduktion brauchen. Das macht vor allen Dingen in der letzten Tag der Woche deutlich Sinn, um in der nächsten Woche nochmal mehr Kreaturen zu bekommen. So. Na, schade, keine Kristalle dabei. Da auch nicht, aber mein Erz, okay. Euch werden wir vernichten, das sollte nicht so schwer werden. Wenn ich Glück habe, ja, schade, es ist immer schöner, wenn die alle auf einmal starten. Dann könnte man nämlich einfach einen großen Implosionszauber drauf wirken und alle hätten Spaß. Ja, bessere Vampire, die hätte ich auch gerne. Glück dabei, sehr schön. Ist jetzt einer gestorben? Nein, scheinbar nicht. Na dann. Bringen wir die ja noch zu Ende um. Wir fangen dann hier an mit Fernkampf. Und das dürfte sie dann. Ja, sehr schön. Auch abgeräumt. Und mehr Gold, das können wir, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Schade, dass ich den Friedhof da nicht plündern kann. Na, weitergehen hier. Da sind die ersten Orks. Lohnt sich das? Nicht wirklich. Ich denke, ich werde erst direkt vorstürmen, nach der Stadt gucken. Oder hier nach... Zumindest nach Rohstoffen, die ich brauche. Und du darfst auch hier schon mal gucken, was hier noch so ist. Und hier könnten wir bauen. Das wäre natürlich nett. Das auch, aber ich möchte gerne darauf sparen. Brauchen wir auch nicht mehr so lange, bis wir die Kristalle zusammen haben. Kaufen möchte ich die erstmal nicht, weil wir haben doch momentan recht wenig Ressourcen und auch wenig Gold. Es wird hoffentlich später noch mehr. Und das wäre zum Beispiel ein lohnendes Ziel. Und da geht es hinterher weiter, ja. Kannst du erstmal zur Stadt zurückkommen, glaube ich, oder? Also wir jetzt Erfahrungssäulen hier mitnehmen. Das kostet uns ja nichts. Verfolgen, das klingt sehr gut. Bleibt machen würden wir die ja sowieso. So gibt es auch noch Blutpunkte dafür. Nein, halt. Der hier. Viel besser. So, jetzt kommt ihr mal nach vorne. Und sorgt dafür, dass wir euch angreifen können. Darauf, Schweinepriester. Und sehr schön, die sind doch auch abgeräumt. Nächste Runde, ihr kümmert euch um die. Da müssen wir noch dran und dann können wir auch da dran. Sehr schön, dann ging das auch sehr fix, weil gut war zu erwarten, dass wenn die schon wegrennen wollen, dass wir die dann gleich platten. Aber gibt aber noch gute Erfahrung dafür hier. Ist also okay. Zug weiter an Land, können wir das gebrauchen.
Angriff Magie. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei denen, die wir haben. Oh nein, wir nehmen die hier dahin. Suche weiter an Land plus 4 ist deutlich besser. Da kann ich auch mit Punkt Magie verzichten. Und dann möchte ich mal sehen, wo der hier seine Stadt oder so hat. Da. Chaka, den geht es ja. Für Bau können wir doch jetzt eigentlich mal... Doch, einkaufen wir uns mal. Können wir hier nämlich bauen. Und zwar möchte ich, glaube ich, schon... Ja, den direkt haben. Um mich endlich wieder Tote sammeln zu können. Sharka, ja, Sharka, komm du nur her. Auch wenn du als niedrig zählst, da du tendenziell schon Bedrohungspotenzial hast, werden wir dich jetzt platt machen. Und zwar direkt hiermit. Leider sind das hier unten recht viele. Was mir nicht so gefällt. Weil die machen halt richtig viel Schaden. Wenn wir uns erst verwandeln müssen. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich meinen Lichen auch nochmal richtig wehtun. Und dann warten wir aber erst, bis die Orkräuber. Ich hätte vielleicht heilen sollen. Das wäre eine kluge Idee gewesen. Au, der kommt hier in einer Runde an. Das ist ja... Boah, fiese Möp. So. Ja, da machen wir leider nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Machen wir wenigstens nochmal Schaden. Das ist ganz gut, weil dann kriegen wir Lebenspunkte wieder. Oh, was hat er jetzt gemacht? Irgendwelche Ork-Fähigkeiten oder was? Ah, und er hat... Oh. Auf jeden Fall müssen wir euch hier wehtun. Und euch tun wir auch mal ein bisschen weh, damit ihr nicht mehr ganz so viele seid. So, ihr müsst jetzt heilen. Jeden Fall. Leider könnt ihr die Liche nicht heilen. Mist. Dann heilt mal Papiere erstmal. Ihr sprintet da schon mal durch, damit ihr bald daran könnt. Ah, sehr schön. Au, jetzt hat er mir die alle umgebracht. Aber wir holen sie jetzt einfach mal alle wieder. Muhahaha. Implosion kann ich noch nicht wieder, also machen wir erstmal so Schaden. Ah, damit kann ich die Liche leider nicht wiederbeleben, ist ein bisschen ärgerlich. Haben wir uns euch immerhin wieder und greifen dann hier an. Also diese zertauchen ziemlich stark. Aber sie rennen damit, sie rennen weg und schießen dann. Das war das. Ist jetzt für uns aber auch nicht schlecht, denn dann sind die näher an uns dran und wir können da besser angreifen. Mal irgendwas zur Verteidigung. Implosion kann ich noch nicht wieder. Wir können Störstrahl wirken, damit seine Rüstung reduziert wird. Oh, sehr schön Glück. Haben wir uns einen wieder erweckt und kriegen drei wieder kaputt geschossen. Das ist super. Und müssen damit euch auf jeden Fall auch hinterher, ja? Ich hätte vielleicht nochmal kollektive Qual wirken sollen. Da habe ich aber gar nicht mehr dran gedacht. Ich bringe mich nach oben.
Ja, das gibt uns genug Punkte, um uns hier noch was wieder zu erwecken. Wir holen uns mal die wieder. Weil 11 Stück ist schon eine schöne Zahl, die man da wieder bekommt. Sehr schön. Stufenaufstieg für uns mit gewaltig viel Erfahrung. Nett. Gibt magische Boni. Sehr schön. Gefällt mir. Und dann können wir hier direkt die Stadt angreifen. Das machen wir, glaube ich, auch. Dafür sollten wir noch genug haben. So, wieder der Klassiker. Die Kollektiv. Wahrscheinlich ist das hier erst ein Chaka selbst. Das davor war noch irgendein Held. Autsch. Ja, ach, verdammt. Ja, ihr kommt hier unten immer an. Ja, und wir warten noch, denn die Ork-Kämpfer waren da. Die kommen zwar auch rüber, aber dann ist nicht ganz viel Distanz. Ja, unsere Vampire sind damit dann wohl endgültig weg. Aber unsere Nekromanten-Liche stehen damit in einer super Position. Diesmal möchten wir euch schnell ausgeschaltet haben, auch wenn ihr nicht so viele seid. Und Glück. Glück ist immer gut. Ja. Dann wecken wir hier schon mal wieder und kümmern uns um euch. Ja, dass er wieder zuerst dran ist, ein bisschen frech ist. Und dann direkt nochmal. So, Implosion. Wird alle umbringen oder? Wird alle umbringen, wir die senden. So. Ah, ihr könnt das schaffen. Ja, Park schaffen sie auch sehr schön. Und dann haben wir hier noch abgeräumt. Auch wenn diese zweite Schlacht jetzt nicht ganz so viel Verluste gebracht hat. Und ein Artefakt gefunden, Machtaffinität. Du Jung für Tante von Konyaki. Doch ich sehe selbes Feuer in Augen. Du, greif! Ich nehme an, du meinst Sandor. Er ist mein Bruder. Greif, großer Stamm. Chaka jetzt bereit zu sterben. Wird Vorfahr von Stamm. Wird Vorfahr von Stamm. Wir könnten ihn in einen Ghoul verwandeln, um ihn leiden zu lassen. Das machen wir doch. Du bleibst noch etwas hier. Der Angriff auf unser Land bei einer Dämoneninvasion war ein schweres Verbrechen. Du dienst mir jetzt als Ghoul. Ghoul? Unmöglich. Chaka kein Sklave. Das hättest du dir besser vor deinem Angriff überlegt. So eine Verschwendung. Diese Orks hätten besser Dämonen bekämpft. Diese verräterischen Narren werden den Armeen der Spinnenkönigin als Ghule dienen. Schickt einen von ihnen zur Heilung zu Kaspar. Sagt ihm, die Orks haben eine Seele und ich werde sie benutzen. Wir haben auf jeden Fall eine neue Stadt hier unten. Uns da hinstellen können, die konvertieren, wenn wir dann Rohstoffe dafür hätten. Das heißt ja auch allein 9 Kristalle. Okay. Und von den anderen 19 und 15. Hier brauchen wir also 3 neue. Ist nicht so toll. Und hier brauchen wir 14. Dafür haben wir. Alter, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. 14. Jetzt haben wir unsere ganzen Rohstoffe wieder verbraucht, aber. Oh, einen habe ich jetzt zu wenig genommen vom Erz. So. Haben wir. Jetzt brauchen wir wieder Geld. Mist. Dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwo noch Geld bekommen können. Ich glaube eher weniger. Vor allen Dingen müssen wir uns hinstellen. Müssen wir. Obwohl, das kann auch eine Runde warten oder zwei. Dann können wir hier erstmal kämpfen. Oder möchten wir es überhaupt schon zählen? Ja, das ist trivial. Okay, sicher, sicher. Ah, da haben wir den einen neuen Ghoul. Und er hat auch direkt Glück, greift den an und haut ihn um.
Einer stirbt nur. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Die sind unsere Zauber auch teurer geworden, habe ich das Gefühl. Also sind wir euch direkt los. Wir holen uns unseren. Ne, unseren einen Ghoul können wir uns gar nicht wiederholen. Schade eigentlich. So. Nehmen wir mal auf die hier. So, dann können wir uns jetzt noch um euch kümmern. Denn ihr werdet als nächstes auch nur die Ersten, die angreifen. Das muss ja nicht sein. Und auf die können wir auch losgehen. Sehr schön, das räumen wir doch alles ganz gut ab. Sieg für uns. Was ist das hier? Waffenschmiede. Steigert den Angriff. Sehr schön. Und da hinten gibt es Geld. Das heißt, da können wir uns, wenn wir diese Runde noch haben, auch noch auf den Weg machen. Ah, das sind die Zertauchen, deswegen lassen wir die einfach mal ziehen, auch wenn das Tränenpunkte und keine Blutpunkte gibt, aber mit denen möchte ich mich jetzt nicht nochmal anlegen. Außerdem sind wir, was hier angeht, ja auch schon richtig, richtig weit. Kristalle gewinnt auch noch. Uns reicht das jetzt. Ja, jetzt konvertieren, sehr schön. Das überspringe ich mir wieder. Ich finde die Videos auf der ein bisschen langweilig. Die Frage ist, was ist jetzt hier... Oh, sehr schön. Es ist noch einiges gebaut hier drin. Zumindest, wenn wir jetzt in der richtigen Stadt sind. Aber vor allen Dingen können wir uns mal hinstellen, können hier mal gucken. Wir haben noch genug Geld, um hier wenigstens ein kleines bisschen wiederzuwecken. Für den Rest werden wir mehr Geld brauchen. Das heißt, da kommen wir jetzt auf jeden Fall noch nicht zu und du darfst hier jetzt wieder weiter rennen, ja. Und ich würde sagen, dann machen wir für heute erstmal Schluss. Haben ja schon gut was geschafft und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier die frisch eroberte Orkstadt umwandeln. Das hat netterweise auch die ganzen Gebäude drumherum mitkommen. Hat es? Naja, was auch immer das hier ist, das müssen wir noch angreifen. Auf jeden Fall gut, werden wir uns auch holen und werden dann auch hier dran arbeiten, unsere Toten wieder zu erwecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, macht's gut.